Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Just Spices großen Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show, ich habe was im Auge und viel Spaß mit dem Video. Oh. Ich glaube, das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass ich den vorstelle, oder? Mittlerweile habe ich auch eine Kooperation mit Just Spices, habe mir den aber tatsächlich selber gekauft und bin selber auch gespannt, was hier drin sein wird. Er kam jetzt so an, ich habe den im Bundle mit dem Kleinen bestellt und habe dann auch diese Nudelrezepte dazu bekommen, die 100, die da mit bei sind, dieses Rezeptbuch, ne? Es gab ein bisschen Struggle auf Instagram wegen dieser Code-Geschichte, als sie diesen Presale hatten. Und ich habe mir auch tatsächlich den Adventskalender nur bestellt, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn bestellt habe, man 21% auf das komplette Sortiment sparen konnte mit diesen ganzen Influencer-Codes. Auch mit meinem Code, Just Claudi, konnte man das zu dem Zeitpunkt. Habe ich auf Instagram geteilt. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, mach das sehr gerne. Heiße ich AIDUAP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Jetzt kann man nämlich nur noch 5 Euro auf den Adventskalender sparen. Ja, und 21% waren 21 Euro dementsprechend. Fand ich das schon ziemlich gut, ne? Für 79 Euro fand ich das auch fair, weil ich habe an dem Presale-Tag halt auch selber da gesessen und ich glaube eine Stunde investiert, um auf diese Homepage zu kommen, habe es nicht geschafft und war wirklich frustriert und habe dann auch selber Just Spices angeschrieben und gesagt, Mensch Leute, ne, ich glaube es würde vielleicht helfen, wenn ihr nochmal diesen Presale wiederholen würdet mit einer entsprechenden Serverkapazität. Oder wenn ihr anbieten würdet, dass vielleicht die Influencer da irgendwie mit ihren Codes was machen können. Und das war halt jetzt quasi der Fall, dass man halt quasi 79 Euro dafür ausgegeben hat. Fand ich dann irgendwo in Ordnung. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann hole ich mir den auch selber und stelle ihn hier vor. Und dann können wir uns den mal zusammen angucken. Ich teile das auch alles auf Instagram, solange das halt noch möglich ist, dass man quasi diesen Adventskalender für 79 Tacken bekommen kann. Ich weiß aber von vielen von euch, das habt ihr mir nämlich geschrieben, dass ihr echt einen Hals hattet. Ja, mal gucken, ob wir hier einfach so ein bisschen besänftigt werden mit dem, was wir halt quasi in dem Adventskalender finden werden. Und ich will gar nicht so lange drumherum reden. Wir schauen jetzt rein. Ach so, ich möchte euch nicht vorenthalten, dass wir auch um diesen Adventskalender eine Banderole drumherum hatten. Das ist dieses hier. Und da sind Karten drin. Also wirklich Kartenkarten, ne? Die verwende ich dann, um sie, wenn ich jetzt Verlosung mache, euch ein paar liebe Worte zu hinterlassen und so. Und ja, genau. Als erstes haben wir jetzt in der Nummer 1 das Spekulatius-Gewürz drin. Finde ich ganz passend zu einem Adventskalender. Ich mache jetzt nicht unbedingt selber, dass ich backe, ne? Ich glaube, auch dieses Jahr werde ich es nicht schaffen, weil ich dann ein schreiendes Baby, hoffentlich nicht unbedingt ein schreiendes Baby, haben werde. Aber gut, es ist hier drin enthalten. Im Adventskalender selber, in den Kläppchen, haben wir auch immer einen QR-Code, den man scannen kann für Rezepte. Und ebenso ist hier auch was mit dabei. Das heißt, man wird nicht alleine gelassen mit dem Gewürz. So. In der Nummer 2 haben wir etwas drin enthalten, was mein Freund und ich mitunter als Lieblingsgewürz haben. Bratkartoffelgewürz und Hähnchengewürz verwenden wir ständig. Kann man auch super auf Pommes übrigens machen. Ist sehr, sehr lecker. Wir haben halt bei Just Spices Gewürz Mischung und nicht Einzelgewürze. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr, sehr gut. Und so richtig cool finde ich halt auch einfach die Konsistenz davon. Ne? Du siehst halt richtig auch noch einzelne Bestandteile davon. Das mag ich gerne leiden. Die Nummer 3 ist selbstverständlich auch mit dabei. Griechischer Dressing-Mix. Sowas finde ich praktisch. Und das kann man sich dann entsprechend anmixen mit, ich denke, Öl. Ja, Öl und Essig steht hier. Etwas Zitronensaft kannst du dabei machen. Vielleicht kann man das auch irgendwie in Joghurt mit reinmischen oder so. Und dann hast du so eine Art Tzatziki. Weiß ich nicht. Muss man einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Ne? Aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend. Hier haben wir die Nummer 4. Sieht man überhaupt, dass ich... Ja, ich habe nur eine Radlerhose an, Leute. Es ist so warm hier. Lasagne-Gewürzmix. Also wenn wir mal wieder auf die Idee kommen, mal selber eine Lasagne zu machen, haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Gewürzmix dafür. Und das ist halt auch etwas, was ich bei Just Spices richtig cool finde. Wir haben zwar HelloFresh, ne, aber wir verfeinern jedes Gericht mit den Just Spices-Gewürzmischungen. Und das ist so mega gut. Und ja, darauf freue ich mich definitiv. Mein Freund wird es auch feiern. Oh, das ist schön. Am Tag vor Nikolaus erwartet uns am 5. Dezember Knoblauchpfeffer. Das finde ich auch ganz interessant, weil ja, ich das einfach gerne mag, wenn man so ein bisschen Variation hat. Und da ist sogar Piment mit drin. Ganz interessant. Bin ich gespannt, wie man das so ja, anwenden kann. Fleisch, Fisch, Gemüsegerichte, asiatische oder mexikanische Spezialitäten. Cool. Okay, an Nikolaus selber haben wir etwas drin, was ich jetzt nicht
so hart feiere, denn ich mag nicht gerne Chai Latte. Chai Latte Spice. Dass nicht jedes Gewürz von den Gewürzen, die hier drin sind, bei mir bleiben werden, war mir definitiv bewusst, weil wir ja auch schon einiges da haben. Aber schade, ne? Gerade in der 6 dann etwas drin zu haben, was man nicht so gerne mag. Ja gut, da hätte ich lieber das Hähnchengewürz drin gehabt. Oder sowas, was wir jetzt in der Nummer 7 drin haben, ne? Italian Allrounder, auch das ist eine schöne Gewürzmischung, was ich halt feiere und was ich auch irgendwie als etwas ansehe, was viele Leute so mögen werden, ne? Und Leute, immer wenn ich den Adventskalender, wenn ich da so hinrolle oder wenn ich halt quasi ein Kläppchen öffne, es riecht unglaublich gut da drin. Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Oh, das kannst du auch über Tomozze machen, also Tomate-Mozzarella. Bei einem Food-Adventskalender zu sagen, dass die 8 machen soll, dass es kracht, ist immer so ein bisschen grenzwertig. Hier haben wir ein Sour Cream-Gewürz drin. Also das finde ich auch interessant. 3 Prise Sour Cream Gewürz und der Saft von einer halben Zitrone zusammen mit Quark und Schmand. Das hört sich super lecker an. Für Ofenkartoffel, Wedges, Grillgemüse. Also hier stehen immer auch so Rezeptideen quasi mit bei oder Anwendungsideen. Ne? Und dann hast du zusätzlich ja noch die Rezeptideen, die ja in den Kläppchen drin sind. Ich finde es cool. Das feiere ich. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Klassiker freuen, das ist das Stullenspice. Da haben schon viele mir immer mal wieder gesagt, dass sie das richtig toll finden. Du kannst es dir einfach auf deine Stulle drauf machen, auf dein Butterbrot und hast da richtig derbe Geschmack mit dabei, was ich sehr cool finde. Zum Beispiel, ich darf in der Schwangerschaft ja keine Salami zum Beispiel essen, ne? Und dann fehlt mir manchmal, obwohl ich eher so der süße Typ bin, aber weil ich schwanger bin, stehe ich auf herzhaft. Verrückt. Auf jeden Fall fehlt mir dann manchmal beim Abendbrot oder Frühstück auch sowas Herzhaftes. Und da kann ich dann easy peasy auf sowas zurückgreifen. Das ist cool. In der Nummer 10 wird es asiatisch weitergehen und zwar mit dem Asia Bowl Topping. Das ist dieses hier. Also es ist ja immer mehr in, so eine Bowl zu essen. Ich muss gestehen, dass mein Freund und ich jetzt nicht so unbedingt die Bowl-Esser sind. Nee, so gar nicht. Was ich gerne mache, ist, dass ich mir so einen Quark mache mit Heidelbeeren jetzt gerade, ne, und Banane. Und das mag ich gerne. Aber sowas ist jetzt nicht unbedingt unsere Welt. Ja. In der Nummer 11 haben wir etwas ganz Spektakuläres drin, muss ich sagen. Erste Schnapszahl übrigens, ne? Und zwar ein Ei-Topping. Kannst du wahrscheinlich auf Rührei, auf normales Ei, also so gekochtes Ei machen. Weiß ich nicht. Hier, das Frühstücksei hat mehr verdient als nur Salz und Pfeffer. Pfeffer? Habe ich noch nie drauf gemacht. Ich kenne Menschen, die machen Maggi auf ihr Ei. Macht ihr das auch? Schreibt mir mal gerne, wie ihr euer Frühstücksei esst. Also ich esse mir das wirklich nur mit Salz, ne? Mit dem Ei-Topping verfeinerst du Eigerichte in Sekunden. Auch optisch ein Eyelight. Einfach nach Bedarf drüber streuen, fertig. Okay, wir brauchen Eier. Ich weiß, eigentlich ist die 12 nicht die wirkliche Halbzeit, aber für mich ist die 12 irgendwie die Halbzeit, keine Ahnung. Ofen, Gemüse, Gewürzmix, das ist perfekt für uns. Denn wir haben bei diesen ganzen HelloFresh-Gerichten super häufig diese Ofengemüsengeschichten mit dabei. Ne? Und wie easy peasy ist es eigentlich, Ofengemüse zu machen? Man nehme sich Möhren und Paprika und Kartoffeln und worauf man so Bock hat, macht da ein bisschen Öl drüber, macht das hier da drüber und mega, ne? Total easy peasy Sonnenschein, finde ich klasse und da werden wir auch garantiert im Kläppchen dann einen entsprechenden Gewürztipp für bekommen. Gewürztipp? Nein. Anwendungstipp? Rezepttipp? Irgendwie so. Ah, okay, in der 13 haben wir etwas drin, was ich persönlich nicht so hart feiere. Das nennt sich Kaffeekuss. Das hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch mit drin. Glaube ich jedenfalls. Weil das ist irgendwie mit Zimt. Das brauche ich nicht in meinem Kaffee haben, muss ich gestehen. Also ich mag gerne weihnachtliche Geschmäcker und so, ne? Das stehe ich total drauf. Brauche ich aber nicht so heftig haben, dass ich mir das sogar in Kaffee geben würde. Nee. Die Nummer 14 wird mein Freund feiern, denn das ist ein Frikadellengewürzmix. Richtig cool. Schön. Definitiv. 2 Teelöffel auf 500 Gramm Hackfleisch und das ist doch mal eine feine Kiste. Da hast du dann wahrscheinlich halt auch so Zwiebelkram und so mit dabei, genau. Und machst dir da halt easy peasy deine ganz individuellen Frikadellen mit. Das finde ich cool. Das kannten wir so noch nicht. Auch die Nummer 15 ist etwas, was mein Freund hart feiern wird, aber ich glaube, das haben wir schon. Das Bolognese-Gewürz. Mein Freund ist so ein richtiger Spaghetti-Bolognese-Soul-Food-Mensch, also der steht da total drauf. Wenn die richtig gemacht ist und nicht zu viel Hackfleisch enthält, bin ich da tatsächlich auch ein großer Fan von. Und damit kann man sich das halt nochmal ein bisschen verfeinern. Ich finde es gut. Hey, das ist die erste grüne Verpackung. In der Nummer 16 haben wir jetzt Tomate-Mozzarella-Gewürz. Hatten wir nicht eben irgendwo sowas Ähnliches, wo ich gesagt habe, das kann man auch über Tomozze machen? Naja, aber gut, hier ist es jetzt das ganz Spezielle dafür und ich meine, dass wir das auch schon haben. Ich bin mir nicht sicher, muss ich halt mal gucken, ne? Und ja,
Tomate Mozzarella mag ich übrigens total gerne, so wenn man einen Grillabend hat. Nicht nur, weil es super easy gemacht ist, sondern weil es halt auch einfach gut schmeckt, ne? Ja, und das machst du dann einfach da drüber und dann hat das Ganze auch ein bisschen mehr Pep. Die Nummer 17 ist ein sehr spezielles Gewürz, denn es gibt nur, also es gilt nur für Lachs. Es ist Lachsgewürz. Okay, interessant, definitiv. Wir machen jetzt nicht super, super, super häufig Lachs im klassischen Sinne. Aber, ja, ist cool. Kann man mal ausprobieren. Vielleicht ist es auch super lecker, man weiß es nicht, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ja, am 18. Dezember erwartet uns ein scharfes Topping. Da habe ich direkt meinen Stiefpapa in Verdacht, das toll zu finden, weil er auch gerne scharf isst. Und ich glaube, wenn ich ihm das schenken würde, würde er das richtig, richtig feiern. Da hast du auch hier mit leichten Raucharomen und so weiter mit dabei. Und er mag halt super gerne auch so richtig scharfe Currywurst und so. Und ich glaube, damit würde ich ihm eine Freude machen. Schön. Auch die Nummer 19 ist so ein ziemlicher Klassiker, den wir auch schon da haben. Das ist der mediterrane Gemüse-Allrounder. Also wir haben ja auch schon irgendwie so ein Gemüse, Ofengemüse-Gewürzmix, genau. Ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr ähnlich dazu. Also da hätte ich jetzt nicht beide mit in dem Adventskalender gebraucht, aber sie sind beide lecker. Wir sind im 20er-Bereich und es geht steil auf Weihnachten zu. Da darf natürlich auch ein Apfel-Zimt-Oatmeal-Spice nicht fehlen. Auch das ist dann tatsächlich ein sehr weihnachtliches Gewürz, also wirklich sehr speziell. Aber ich finde, es passt einfach in Kläppchen Nummer 20 rein, oder? Also definitiv. Finde ich ganz interessant. Und dann machst du dir einfach so einen schönen Apfel im Ofen, machst das hier drüber, also so ein, wo du halt quasi das Kerngehäuse entfernt hast, machst das dann so drüber, schön in den Ofen und dann machst du da so Rosinen rein und dann nimmst du es nachher raus, machst da Vanillesoße oder so Vanilleeis rein. Mega. In der Nummer 21 haben wir etwas, was mein Freund und ich wahrscheinlich auch ziemlich feiern werden, weil wir machen gerne so Feta-Käse auf dem Grill und dann halt Gewürze drüber, ne? Und das kannst du damit super machen. Also du nimmst dir einfach Alufolie, nimmst den ganzen Stück Feta, machst dann dieses Gewürz hier drüber, wahrscheinlich steht hier auch 2 Teelöffel auf 250 Gramm, so, und dann machst du das zu und dann kommt das auf den Grill und dann wird das richtig lecker, ich sag's euch. Mega cool. Also das kannte ich noch nicht, dass es das gibt und ich bin froh, dass es mit dabei ist. Die Nummer 22 ist etwas, was ich auch ganz gut gebrauchen kann, weil das könnte ich dann als Alternative zu dem Bratkartoffelgewürz, was jetzt gerade leer gegangen ist, bei uns nehmen. Das ist nämlich der Kartoffel-Allrounder. Den kannst du halt für sowohl gekochte als auch gebratene, als auch was auch immer Kartoffeln nehmen. Finde ich sehr, 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 sehr nice. Echt cool. Vergiss fades Pellen und langweilige Knullen. Ja, definitiv. Der Final Countdown schlägt jetzt hart zu. Am 23. Dezember ist das Zucchini oder der Zucchini-Gewürzmix am Start. Auch das ist ein Produkt, was ja sehr, sehr produktbezogen ist, ne? Also, dass du es wirklich nur auf eine Zucchini dann geben kannst. Kannst aber wahrscheinlich aufgrund von, ne, was auch immer, dann auch mal über eine Aubergine oder auch über Tomaten oder so machen, ne? Aber gut, hier hinten steht ja auch immer drauf, was da so alles mit drin ist. Kannst du safe auch über andere Produkte drüber machen. Schön finde ich, dass hier auch Fenchel mit drin ist. Das ist immer sehr so magenberuhigend. Okay, die Nummer 24 ist vom Design her speziell. Und ich weiß, dass super viele draufstehen, das Avocado-Topping. Das ist natürlich ein super beliebtes Gewürz. Dementsprechend ist es richtig passend, dass es in der 24 drin ist. Für mich jetzt nicht unbedingt das weihnachtliche Gewürz schlechthin. Da hätte ich mir wahrscheinlich eher so dieses Spekulatius-Gewürz vorstellen können oder dieses Apfel-Zimt-Gedönsen, ne? Aber gut, es ist in der 24, weil sehr wahrscheinlich das Bestseller-Produkt ist von Just Spices. Hier hätten wir jetzt nur einen leeren Adventskalender. Soll ich ihn euch nochmal zeigen, wie leer er nun ist? Sehr leer, Leute, sehr leer. Aber er sieht gut aus. Wir haben hier nichts kaputt gerissen oder sonst irgendwas. Und das, oh, macht sich immer ganz gut. Ich habe in der 24 hier noch was drin. Hä? Wow, unser Geschenk an dich. Jetzt deinen Gewinn entdecken. Besuche unseren Shop und dann kannst du mal gucken, wie viel du so gewonnen hast oder was ist das? Ah, guck mal. Ich habe auf jeden Fall einen 5-Euro-Gutschein garantiert und vielleicht sind es 25, vielleicht 10 und vielleicht auch 50. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, was ich da so gewonnen habe. Ne? Das wäre natürlich total schön. Aber gut, definitiv ein Adventskalender, den ich ganz schön finde, den ich optisch gerne leiden mag, wo wir auch schöne Produkte drin haben. Unter uns gesprochen, muss ich für einen Gewürz-Adventskalender 99 Euro ausgeben? Nein, ganz ehrlich, muss man nicht. 79 Euro tut schon weh, aber du bekommst halt 24 Gewürzmischungen, die halt wirklich cool sind. Wenn du halt sagst, Mensch, ich mag jetzt wirklich
den überwiegenden Anteil davon und es lohnt sich für mich, dann ist es auch ein Adventskalender, der sich für dich lohnt. Ne? Für mich hat er sich für 79 Euro gelohnt, weil hier wirklich auch Produkte drin sind, die ich so noch nicht hatte und die wir auch gerne verwenden werden. Für mich hat sich das auch gelohnt, weil es einfach Spaß macht, diesen Adventskalender auszupacken. Ich weiß auch, dass der vom Wert her natürlich höher sein wird. Ich glaube, 160 Tacken stand da auf der Homepage. Ne? Und ja, also da in der Hinsicht schon. Man muss es aber selber für sich abwägen, weil man darf auch wirklich nicht vergessen, dass man die Kirche im Dorf lassen sollte. Es ist und bleibt ein Food-Adventskalender. Wenn ich bei Beauty-Adventskalendern 100 Euro ausgebe, ist das schon meiner Meinung nach irgendwie so eine etwas andere Art und Weise. Aber das muss man jeder für sich selber entscheiden und unser Nachbar geht schlafen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Just Spices Adventskalender. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein, da können wir uns super gerne mal austauschen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, ach so, denk auf jeden Fall dran. Ich habe theoretisch Just Claudi als Code, falls du möchtest, kannst du ihn gerne anwenden. Gibt aktuell 5 Euro Rabatt. Ansonsten habe ich ja die Möglichkeit, dass ich euch dann so ein gratis Gewürz mit beilegen kann oder so. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was dein Lieblingsgewürz ist, dass ich da einfach mal schaue, was so die Community sagt und dann demnächst mal ein anderes Gewürz vielleicht auswähle oder so. Und ja, so viel dazu. Ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!